Ach nee, sag mir jetzt nicht, ich habe keinen Reparaturpuder. Ach komm. Ach. Warte, komm. Warte, warte. Halt mir kurz die Viecher vom Leib. Warte, was? Oh, cool. Hast du ihn getötet? Nö, ich hab nichts gemacht. Warte ganz kurz. Wo haben wir's denn? Kleinen Moment. Dankeschön, lieber Meister. Jetzt bin ich mal gespannt, und wie gut bist du? Oh, du bist sogar schlechter, okay. Wieso, was hast du gekriegt? Artorias Großschwert, oder? Hm? Nein, aber diesen Turmschild. Ach so. Und der ist gut gegen... gar nichts. Ah, doch, gegen Magie ist der super. Könnte helfen gegen bestimmte Hexen. Hm? Unter Umständen. Oh, da liegt was. Hey, die Viecher. Hast du gerade so ein Viech getötet? Ja. Gegen die Menschlichkeit? Ja. Macht Sinn. Warte, wie ist mein... Beutäufigkeit 350? Ja, geht eigentlich. Versuch nochmal da hinzugehen. X. Ja. Okay. Ja, steht ja... Sonst steht ja was dran. Der Teil. Ja, nee, manchmal hat es auch nicht funktioniert, warum auch immer, obwohl wir beim nächsten Mal zu zweit waren. Kommst du auch oder willst du lieber nicht? Weil ich runter links ist der Abgrund, rechts ist. Aber wenn ich mich hier Menschlichkeit droppen, das ist ein gutes Farmgebiet dann. Mhm. Ja, aber zumindest nicht für Seelen, nicht? Nee, für Seelen ist scheiße. Würde ich die Ratten eher empfehlen. Alter, weißt du, was die noch droppen? Hm. Doppelmenschlichkeit. Das sollten wir recht sein. Wie er sich jetzt auf einmal in der Ecke versteckt, dieser kleine Pisser. Oh, der. Okay, die kleinen droppen kleine und der, die großen, droppen kleine und große. Okay, gut zu wissen. Also ich glaube, ich habe jetzt schon so 15, 16 Menschlichkeit hier gekriegt. Gefällt mir. Das ist wirklich gut. Na, siehst du. Das ist ja nicht mehr so schlimm, dass du Menschlichkeit verlierst. Ja. Hey, da liegt da was oder liegt da nichts? Die am besten einzeln. Obwohl, warte, ich will mal schauen, was die Waffe hier macht. Okay, muss ich upgraden. Oh, zwei Menschlichkeiten sogar gedroppt. Eine Menschlichkeit, eine Menschlichkeit. Ist hier irgendwas? Nö, habe ich schon vorhin geholt. Also war eigentlich was da, okay. Oder ist hier noch irgendwas oder ist das eine Waffe gewesen? Auf zum Boss. Finsterhand. Die Finsterhand braucht man im Übrigen auch fürs. Wie heißt's? Warte, das ist aber nicht dein Boss von dem DLC, oder? Ich schätze schon. Also. Ja, okay, nee, da können wir nachher noch den Drachen machen. Lauf! Warte mal. Also, es gibt auf jeden Fall noch einen Drach. Drachen. Der ist aber, wenn wir nicht weitergegangen werden, der wäre dann gerade links alles, dann so Treppen runter und dann wäre der da und. Ja. Also, es gibt auf jeden Fall noch einen Drachen von Kamali oder so.
Kamala. Timbuktu. Buxtehude. Also wenn der besiegt ist, dann muss man nochmal zurück und den Drachen besiegen. Achso, ist der Drache der Endboss? Ja. Oh. Zum Glück habe ich den vorhin nicht gelegt. Hattest du auch nicht. Nö, überhaupt nicht. Lauf. Na komm. Oh, holla. So ein Bast. Ja, komm, lauf jetzt. Beginn, bibi. Gehst du lang? Also die. Okay, das DLC ist wirklich ein gutes Doppelmenschlichkeiten-Farmgebiet. Ja. So lange, bis man es nicht mehr braucht. Hier ist noch was. Und hier geht's auch noch runter. Da geht's gerade zum Boss, schätze ich mal. Ja, genau. Oder? Nee. Doch, doch, hier geht's auch zum Boss runter. Aber ich glaube, hier liegt auch was. Ja, da. Also hier könnte man theoretisch schon runterspringen. Na, können wir mal zurück und mal schauen, was wir machen. Du willst nichts verpassen, so wie ich dich kenne. Unser kleiner Sammler. Ich habe wieder mein Konsolenregal wieder umstellen müssen, hey. Das wird so schön, wenn ich erstmal. Ich hole mir nämlich. Du kennst ja noch Melly aus der Spielwarenabteilung, oder? Die mit den zotteligen langen Haaren. Vielleicht, wenn. Doch, doch, ja klar, Melly. Ja. Und die hat sich ja, kennst du Winfried aus der glaub Elektroabteilung oder Warenannahme oder wo es war? Wirklich. Die sind nämlich zusammen. Ziehen zusammen. Und dann haben sie drei so kleine Glasschränkchen da. Extrem geil, um so seine Gameboy- und Nintendo-Spiele da reinzustopfen. Kommt eine Katze? Ja. Oh. Oh, ich hasse es, wenn es dunkel ist. Nicht, dass ich Angst habe, aber es ist so ungemütlich. Ah, okay. Ja, das erklärt einiges. Ja, weißt du, wer dich jetzt geholt hat? Hm. Also, deinen Händen zu urteilen, hast du wahrscheinlich Krebs. So groß wie die Dinger sind. Oder sehr viel gefäppt. Sehr viel. Okay, kommst du irgendwie nach oder? Versuch. Okay. Versuch den Schwanz zu erwischen. Okay. Autsch. Hoppala. Und das war's. Der ist ein wenig verrückt, würde ich sagen. Fast schon bekloppt. Sollen wir uns aus den Drachen machen? Nein. Willst du zu mir kommen? Stein ist gesetzt. Klingt nach einem Ja. Am Bonfire nehme ich an. Ich vielleicht auch mal ein paar Menschlichkeiten zurück. Kann mal schauen, wie viele habe ich jetzt eigentlich? Weiß ich. 25. Okay. Scheiße. Karpidemid. Ah, Mann, ich sollte hier auch nochmal so ein scheiß Zünd-Ding machen, wenn ich schon die Menschlichkeit dazu habe. Mit zwei Flaschen ist es ziemlich unpraktisch. Ah? Da geht's nicht lang. Das stimmt, ja.
mich ja die ganze Zeit davor wartet. Vielleicht mache ich halt doch nicht so lang. Ich habe mir eigentlich so überlegt, ob ich gerade aus Trotz irgendwie so bis 3 oder 4 oder wach bleibe, aber ziehen wir einfach mal 6 Stunden davon ab. Ich meine, wir können das DLC ja beenden und dann morgen den Boss machen oder so. Aber ich müsste noch den einen oder anderen Boss hier blenden. So, vielleicht ist morgen um 7 die Scheine wach. Kannst versuchen. Ja, du kannst auspennen. Ich glaube, gehen muss dich so um. Ah, wie viel Uhr? 12:15? Ja, so um den Dreh. Und dafür habe ich am Donnerstag frei. Cool. Okay. I could feel it all in me. Oh Gott, tut das weh. Du weh. Ui, du weh. Na. Also zum Glück habe ich mich schon so scheiße fast dran gewöhnt. Ansonsten hätte ich jetzt mit der Zeit langsam meine richtige Lebensmittelvergiftung. Und was? Du solltest keine Steaks essen, die nach alten Eiern riechen. Und du hast es getan? Wenn du Hunger hast, frisst du alles. Nein. Frederik. Doch. Ja, stimmt, ich hätte mal nur aus dem Baguette wegfressen können. Ich wüsste echt gern, was du unter Hunger verstehst. Wie lange hast du nichts gegessen? Seit heute Mittag. Das ist kein Hunger. Jeder wächst anders auf, Frederik. Ja. Jeder wächst anders auf. Ja, aber du nicht wie ein afrikanisches Kind. Ja. Alle afrikanischen Kinder hungern. Das ist jetzt so. Das ist der Trend, weißt du. Armer Wolfi. Ich will nur schauen, was passiert. Komm schon. Armes Wolfi, du hast die Zeit hinter dir. Komm, hast die scheiß Zeit hinter dir. Komm schon. Verdammt. Und Schild. Weißt du, wer der Wolf war? Die Tochter von dem Großen. Nein. Oder die eigentliche Größe von dem Viech? Jein. Wo gehen wir jetzt lang? Da runter. Oder willst du die Magi nicht? Magi? Magi. Ist da noch was? Ne, hier war nichts. Nee, also. Abgrund. Es ist ja schön, dass es im DLC nicht so assig gemacht haben wie im normalen Spiel mit der Dunkelheit hier. Ja, das haben sie ja nur in den Katakomben gemacht. Rechts ist die Wand. Was zur Hölle? Du kannst mir mal Arsch legen, also ein One-Hit-Kill, also ich glaube, das muss man sich jetzt wohl nicht gefallen lassen, dass man ja so sagt, hätte ich aufpassen müssen. Hä? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du hast gerade aufgestöhnt und das ist schon Wort genug. Ich hab gar nichts Schande gesagt. Schande über dich! Schande über dich! Schande über dich, Schande über dein Haus! Schande über deine Kuh! Ich sag's dir ein einziges Mal, wenn du hier anfängst. Kühe zu beleidigen. Dann haben wir beide ein Problem miteinander. Okili dokili. Gut, dachte ich, hätte mich schon verhört. Ja, Mann. Ja, heute ist die Illusion und morgen, wenn du Lust hast, das Ding. Ja, gerne. Ich nehme mir extra Zeit für dich.
ha? Ich nehme extra Zeit für dich. Ich habe schon schlechtere Lügen gehört. Ich versuche extra schlechte Lügen bei dir. Ich habe schon bessere Wahrheiten gehört. Liebe sie. Den ganzen Weg wieder hoch. Was ist, wenn die Geister plötzlich aus der Ecke kommen? Nicht die Menschlichkeiten, sondern diese Spieler aus anderen Welten. Ja. Obwohl, eigentlich könntest du jetzt gerade mal dieses kleine Ding an und schauen, was da so ist. Zu spät. Warum? Gestorben. So eine Art. Achso. Hey. Hast du dein Zeichen wieder weggehabt, oder was? Ja, nö, alles gut. Achso. Komisch, ich konnte dich gerade zweimal beschwören. Wäre cool, wenn du jetzt zweimal da wärst, nur mit Bugs. Ich glaube, das war nicht toll, wenn ich zweimal da wäre. Das würde sich keiner wünschen. Also ich glaube, JJ würde sich das wünschen. Oh ja, Mel. Ich glaube, das... Double Penetration. Nein. Wieso haben alle Männer diese Fantasie? Ich habe sie nämlich auch. Oh, dieses Mal nicht, du Stück Scheiße. Das hast du gut gemacht. Okay. Ich war gerade gar nicht tot. Einfach ein Flip-Angriff von unten, das geht mir so auf den Sack. Man merkt, dass den Typ ein Deutscher gegeben hat. Achtung, vor dir, rechts. Ach Gott, du bist da runtergefallen, das war so ein scheiß Viech. Soll ich runterfahren? Wärst du so freundlich. Und weg. Das ist keine gute Idee, merke ich gerade. Du hast gesagt, ich soll da runterspringen. Achso, scheiße, die Hexe ist da, die Hexe. Hab ich vergessen. Komm, wir rennen einfach runter. Nein, nein, ich will die Menschlichkeit. Die Hexe folgt dir, die Hexe folgt dir, die Hexe folgt dir. Oh. Phew. Ich hatte schon schlechtere Ideen. Oh, also wenn das mal keine Double Penetration hier wird. Und wie viele Menschlichkeit. Alter, der hatte gerade 1000 Leben, der kleine Stinker. Ein paar Menschlichkeiten kriege ich hier, das ist gut. Aber viele habe ich jetzt nicht bekommen. Tja. Setz mal deine Beutehäufigkeit komplett hoch, also. Ich bin jetzt gerade mal bei 300. Ich auch. Wie viele Steine eigentlich? Ja, geht. Hast du auch den Ring drin oder wie? Ja, ja. Aber hier nicht wieder rollen. Ich find der Ring. Hast mir nichts zu sagen. Du bist nicht einfach hier lang gegangen, das ist viel einfacher. Hä? Bist auf der anderen Seite rüber auch egal. Ich hab grad irgendwie Bock auf 90er Musik. In the back in the 90s, I was in a very famous T-shirt. Oh scheiße, die ziehen jetzt konstant Leben. Hm, ja, gleich mal zwei Menschlichkeiten.